In der letzten Episode. Hoffentlich ist da kein Strom mehr drauf. Ey, total. Unser bestes Kleidungsstück. Gehen wir erstmal zur Anglerhütte. Hä, wo ist sie denn? Da. Okay, machen wir es mal anders. Das rein. Na komm. Toll. Ja. Und so geht's weiter. Ja, und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge Nummer 6. Ja, im zweiten Schleichermodus in der Folge Nummer 6. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Wie sieht das aus? Haben wir irgendwie... Ich muss... Wie eine Aufnahmesession. Ich muss jetzt gerade erstmal selber wieder reinfinden. Wie ist denn das futtertechnisch hier? Weil momentan sieht es ja... Ja, vor allem erstmal was zu essen. So. Ja, heute werden wir mal angeln gehen. Da wir den Elchhautbeutel noch nicht haben, weil wir irgendwie komischerweise noch keinen Elch gefunden haben, ja, müssen wir da halt erstmal gucken, dass wir uns futtertechnisch mal auf die Beine stellen, zwar richtig. Und das heißt natürlich, vor allem Holz brauchen wir, ja. Oder haben wir das Holz schon vorliegen? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Lustigerweise, daran erinnere ich mich schon. Ja, da haben wir viel zu tun, alter Schwede. Die richtig fetten Stiefel. Der Hammer. Ja, und nun passt's schon mal. Ja, die Knarre haben wir gefunden. Im Zerfallenturm, oder wie es das Ding nennt. Achso, wie sieht's eigentlich aus mit Angelsets hier? Das ist ja noch die beste aller Fragen. Und wie sieht's eigentlich bärentechnisch hier aus? Ja, wir haben noch nicht ein einziges Mal geschossen. Soweit ich mich erinnere. Nee. Ja, das haben wir gelernt, genau. Das war dieses 4-Stunden-Buch. So die groben Grundlagen, quasi. Nur mal zusammen. Aber das ist auch schon alles. Hm? Ne, ist ein Stein. Ich dachte, das wäre ein Stock. Ja, wir können momentan richtig gut rennen, weil wir noch nicht die fette Kleidung haben. Dementsprechend ist es auch nicht wirklich kalt. Das Lustige hier drin ist, geht die Temperatur rauf. So, wie sieht denn das hier aus? Ja, leer bleibt natürlich leer. Das war schon immer so. Okay, wir hätten Holz. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber wir haben keine Angelsets. Ja. Wir haben ja nicht mal Därme. Wie soll ich denn da angeln? Das ist ja eine tolle Idee, die ich da hatte in der letzten Folge. Das habt ihr wahrscheinlich schon längst gecheckt. Dann müsst ihr es erstmal anders machen, ja. Irgendwie schon. Weil es jetzt total sinnbefreit, der Gang hierher. Was sagt die Temperatur? Minus 5 Grad. Wir versuchen mal Windschatten zu bekommen. Und schwingen vielleicht mal die Axt. Vielleicht die kaputt. Ne, haben wir zwei Äxte hier? Oder vermische ich da gerade irgendwas? Ne, das ist die falsche Hütte. Warte mal, waren wir da noch nicht drin? Kann ja nicht sein. Doch, wir waren hier schon drin. Warum liegt da kein Stock davor, hm? Ja, drei haben wir ja. Gehen sie wieder dahin. Na juhu. Okay, Nummer 1. Wir waren ja in den Hütten natürlich schon drin. Das ist ja klar. 2. Wir zeigen ja plus minus schon in die richtige Richtung. 3. Ja, juhu. So, ich guck mal auf die Karte. Wie sieht denn das hier aus? Naja. Die eine Anglerhütte fehlt noch. Aber das ist erstmal egal. Ich überlege halt. Wo kriegen wir Därme her? Wir kriegen eigentlich nur Därme her, wo halt Hirsche liegen, sag ich mal. Okay. Weil ich denke, hier haben wir nichts in der Richtung. Ja, natürlich nicht. Haben wir da noch Federn? Ja, haben wir nicht. Okay, dann heißt es, wir versuchen mal zu einem der Hirsche zu gelangen. Vielleicht, wo wir eh noch hin müssen, bei der Holzverladestelle. Dann versuchen wir noch ein bisschen Holz auf dem Weg zu krabbeln. Vorrang hier halt. Auf der Straße sozusagen. Das Fleisch ja auch abkochen. Ja, wir sind jetzt hier Tag 10.
Ja, im Journal sieht das allerdings ganz anders aus. Das ist immer nur bei 8. Das liegt halt daran, weil wir abends gestartet sind und das ist im Journal schon Tag 1. Und dann endet der Tag Mitternacht. Und dann, also für diese Tageszählung ist dann der erste Tag endet um Mitternacht, dann beginnt der zweite. Und da ist aber noch nicht im Journal, also in dieser Statistik, da stehen ja nur die vollendeten Tage, also die 24-Stunden-Tage sozusagen, seit Beginn. Zählt halt in 24 Stunden und die ganze Zahl, die sich daraus ergibt, heißt, der Wind hat nachgelassen, das ist erfreulich. Die ganze Zahl, die sich daraus ergibt, die ist dann die Tage, die du schon hinter dich gebracht hast. Ja, Tannen brauchen wir komischerweise noch nicht, weil wir auch noch keinen Hammer haben. Mal davon abgesehen, ich habe jetzt auch nicht vor zu schmieden. So, in dem Auto waren wir, glaube ich, schon. Ja, Motorhaube ist offen. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie dann mit dem Update, was kommt, ob sie da den Motorhauben alle wieder zumachen. Das wäre dann super hilfreich, damit man dann auch im Interloper wieder völlig planlos durchrennt. Und sich wundert, waren wir jetzt an dem Auto schon? Dann gehen wir mal lieber hin, wenn wir da noch nicht waren. Ja, vielleicht sollte man da... Naja gut, ich meine, das mit der Motorhaube, das siehst du halt von Weitem. Also, übrigens, die Temperatur geht schon wieder... Achso, wir haben Mittag, echt? Ja, lang geschlafen, alter Schwede. Die Stöcke siehst... Die Motorhaube siehst du ja von Weitem, während du die Stöcke halt nicht von Weitem siehst. Das ist ja ein bisschen schade. Naja gut. Ja, bei Schneefall sind keine Krähen unterwegs. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das wirklich bewusst ist oder ob das Zufall ist. Der Zahn. So. Hier hatten wir ja immer einen Bogen bisher drum gemacht, weil dann Wolf zugange war. Warte mal, ist noch mal ein bisschen was? Ja, ich möchte jetzt den Sattbonus haben. Es wird jetzt noch ein paar Tage dauern, aber dann essen wir erstmal die zwei Eulen MAIs, das ist ja okay. Wir halten uns ja schon eine Weile über Wasser. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir nicht rennen. Damit wir da nicht unnötig Kalorien verbrennen. Weil wir haben auch nicht das Abzeichen für das Rennen. Was ja eh nur 25% wären. Ja. Ich hoffe, die ändern das nicht, wie es der Raphael van Lierop schon gezeigt hatte mit dem... Anscheinend sind sie ja dabei, diese Zielmechanik zu ändern und er möchte da gern so ein Blur. Also das heißt, wenn du da durchguckst, in der Mitte ist es scharf, aber der Randbereich, jetzt links oben die Bäume, rechts diese Felsen, das wäre alles verschwommen. Das heißt, du müsstest dann immer sagen, was ist da, was ist da, was ist da, weil es immer so immer hin und her gucken. Finde ich ja total schwachsinnig. Ein Kilo, ja, das hält uns ja schon ein bisschen über Wasser zumindest. Achso, ja, richtig, wir wollen die Fackel nehmen. Da hast du vollkommen recht. Nee, das setzt sich so nicht hin. Okay, komm. Feuerchen. Ja. Ja, wunderbar. Das läuft doch, das sagt doch gar nichts dazu. Für ihn auch selbstverständlich. Ja, das Feuer, das ist halt hier noch relativ nah am... Also wir haben die Dose nicht dabei, okay. An dem, wir haben keinen Feuerbonus momentan. Das liegt einfach am Level 1. Ja, eine 40%ige Basischance, Feuer zu entfachen. Ich glaube, beim nächsten sind es dann schon 55 oder so. Da steigt das schon eine ganze Ecke. Und wir können momentan auch nicht... hier mit der Hand zu legen. Das geht halt nicht. Also wir können jetzt hier in die Hand nicht wählen, solange das über 50% ist. Tja, außerdem sollten wir es essen. 89%, aber er steigt schon. Sehr schön. Nein, ich wollte eigentlich Wasser kochen. Okay. Dann macht er mal einen Liter. 77. 63, okay. Ja, dann hau halt noch ein paar Stöcke drauf. 54. 49. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich die Hand verwenden.
jetzt. Ach, verdammt. Ich hätte noch was essen sollen, ich Idiot. Das Wasser ist fertig. Dann kann direkt hier das... Ach, verdammt. Ich hasse diese Mechanik. Habe ich das schon mal gesagt? Diese, das zwei Stücke. Weil ich habe doch nur ein Kilo rausgeholt. Da liegt eine Feder. Es waren wir zwischenzeitlich mal hier Krähen vorbeigekommen. Ja, anscheinend ja schon. So, mal gucken, wo kommt der Wind her? Ich sitze selber im Windschatten, dann soll das Feuer ja auch im Windschatten sein. So, 39 Minuten, ja, da müssen wir leider genau diese 39 Minuten erreichen, sonst wird das nichts. 40 Minuten für die... Nee, komm, wir müssen das ein bisschen schneller machen. 30 mit dem Messer, na joho. Ja, irgendwie wird das nichts mit dem Sat-Bonus. Ja, aber wir sind im Windschatten, das passt jetzt. So, da könnten wir aber das Messer wahrscheinlich verwenden. Genau, so. Aufheben, mitnehmen. Die Holzkohle brauchen wir ja eh. So, du nimmst mal die Kohle in die Hand. Die Schießkohle. So. Ich werde die Därme jetzt erstmal nur auf den Weg legen. Die auch natürlich zum Anglerlager zurücknehmen. Jetzt eigentlich nichts triggern, weil ich noch gerne hier ins... in die Häuser hier möchte. Ja, momentan brauchen wir echt viel Holz dafür, dass weil wir halt überhaupt keinen Bonus haben. Überhaupt keinen. Null. Da gibt es auch, glaube ich, noch keinen Outdoor-Bonus. Oder wenn, ist er so gering, dass es eigentlich vernachlässigen kann. Ja, das Haus ist tatsächlich zu. Okay. Gut, aber wir gehen zumindest drumherum. Ja, ich hätte immer hier einfach essen sollen oder ein größeres Stück oder keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr als das, was ich gegessen habe. So wurde man natürlich komplett zurückgesetzt. Das war natürlich total sinnfrei. Na gut. Warte mal, da ist doch auch ein Hirsch, oder bin ich da jetzt falsch? Ist doch. Nee, oder ist das hier die Leiche? Nee, hier ist der Hirsch. Hier ist auch noch ein Hirsch. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen viel Wind. Ja. Ist auch noch ein Hirsch. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel Wind. Da drüben ist der Wolf. Der ist dort. Aber die Sonne kommt raus. Wie viel Holz haben wir? Ach, 14 Stöcke. Das reicht wieder hinten und vorne nicht. Ja, da rennt er. Okay. Okay, 15 Stöcke. Das reicht trotzdem nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders, ja. Was sagt denn der Tag? Ich zu spät! Ja, dann tun wir die Därme vielleicht doch hier in die Häuser rein. Dann können die schon mal losdrucken. Dann kommen wir halt hier nicht weg. Aber dann müssen die nicht auf der Straße rumliegen. Sofern sie überhaupt noch da sind. Nicht, dass der Wolf die schon sich geklemmt hat hier. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So. Komm, rennen. Jetzt müssen wir halt rennen. Und zwar da rein. So. Haus an der Küste. Ja, einschließlich uns. Wir haben viel, 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 viel geilere Schuhe. Oder viel, viel geilere. Weißt du, welche wir haben? Ja, das musst du nur nach unten gucken. Guck, die haben wir an. Ja, aber diese Körperansicht ist tatsächlich relativ selten. Das ist gar nicht so häufig, muss ich wirklich sagen. Meistens hast du nur den Oberkörper, dass du dann vielleicht deine Schulter oder so siehst, wenn du nach rechts guckst. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Du könntest tatsächlich recht haben. Ja, brauchen wir leider nicht mehr. Wir haben schon. Leider schon. Da gibt es noch Holz. I'm not sure I can carry much more. Zumindest ein bisschen. Ich werde jetzt nicht alle Kisten hier auseinandernehmen, weil dann sind wir ja noch eine Ewigkeit unterwegs. Das will ich ja nicht. Ich will so schnell wie möglich wieder raus. Einfach um... das Fleisch abzukochen. Halt. Doch, da war mal. So, wegen der Hose hast du gesagt. Was bringt die denn? Die müsste nach außen tatsächlich. Es ist nicht viel besser, aber sie ist besser. Ist halt auch schwerer, aber sie ist besser. Kein Hundefutter. Tja. Umso besser, sag ich mal. Umso besser. So. Socken zum Zerrupfen. I can always use more food.
Ja, da gebe ich dir mal recht. Also auch in echt, nicht nur im Spiel. Ja. Ja, naja, ich sag mal so. Das kann man vor die Tür werfen. Ja, die Därme zur Not kann man sie auch erstmal hier lassen. Das ist ja okay. Ich will da jetzt auch nicht zu viele Wölfe triggern. Das ist nicht notwendig. Und doch Hundefutter. %. Da waren wir schon. Genau. Da ist noch eine Dose. So, ich glaube, dann sind wir durch. Okay. Ja, dann lassen wir die Därme hier. Ich muss sie nur eintragen. Ja, leider nicht. Leider nicht. Die haben wir schon an und drunter haben wir schon eine bessere. Okay, das heißt, ab ins Journal. Küstenstraße. Rundholz. Sortierung. Haus. Nicht, also nicht der Container, sondern Haus. Zwei Damen. Wollte das in Einzahl machen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen kochen gestiegen. Kadaver zu legen sind wir jetzt auch ein bisschen höher. Das haben wir ja auch schon angelernt. Okay, dann trink mal was. Okay. Ab zum Container. Okay, da sind neue Zweige gespawnt. Das ist sehr erfreulich. Hallo. Das ist leider bewölkt. Das ist ein Wolf. Wo ist er denn? Ach, da. Gut. Sagte er, als er den Wolf schießt. Ja, das Problem ist, leider können wir den Wolf noch nicht, Junge. Also, wir können ihn schon. Aber, du kennst die Thematik vielleicht noch nicht, aber es gibt sowas wie, Magen-Darm-Risiko, sag ich mal. Da gibt's eigentlich Durchfall. Ich glaube, wenn du, wenn du nicht abgekochtes Wasser trinkst, kannst du Durchfall bekommen. Irgendwie sowas. Ja, ich beug mich auch vor dem Mikrofon nach unten, um da reinzugucken. Ja, das ist irgendwie... Hat man das so drin? Also wenn ich zum Beispiel... Früher habe ich ja öfter Autorennspiele gezockt. Da habe ich mich dann auch immer vor dem Rechner in die Kurve gelegt. Echt, so viel war hier drin. Was haben wir eigentlich bekommen hier? Aha. Nichts, würde ich mal sagen. Nichts. So. Ja, das ist bewölkt. Na gut. So, war hier nicht ein Wolf? Doch. Also, sie sind schon da. Also, fleißig hier. Flott. So. Ich würde ja sagen, wir holen mal hier ein bisschen was raus. Also, wir machen das mal halt. Genau. Eine ganze Stunde. Nee, 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 nee. So. Die Därme, die werden wir brauchen. Eieiei. Ja, ihr kennt das Problem. Die Sonne kommt raus. Habe ich doch gerade gedacht. Deswegen habe ich es jetzt einfach abgebrochen. Weil, dann machen wir jetzt mit der Lupe ein Feuerchen. Und da vorne kommt übrigens schon die nächsten. Ach verdammt. Wir müssen mehr essen. Und dabei haben wir diesen 10% Ersparnis doch. Naja, gut. Was willst du machen? Dann guten Appetit halt. Okay. So, schnell das Feuerchen. Genau, die Lupe funktioniert nämlich. Ja, come on, Junge. Die Sonne geht bald unter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Brauchen wir Zunder. Jo, mit dem Papierstreichholz klappt's. Na, juhu. Ja, juhu. Hab sie mal ganz fett auf die Schulter, du Idiot. Mist. Was sagt euch das Gewicht? Das geht eigentlich. Ja, es ist knapp. Die Sonne ist gerade untergegangen. Wahrscheinlich für einmal ein Versuch. Hätte es noch gereicht. Okay. So, dann holen wir jetzt mal die zweimal Fleisch, legen die da drauf und ziehen dem Wolf mal die Haut runter. Wird heute eine Nachtschicht, Junge.
haben wir schon unseren ersten Treffer. Das ist doch super. Ab jetzt kann die Statistik nur noch schlechter werden, sozusagen. Oh, das Feuerchen. Es ist auch windstill. Das ist ungewöhnlich. Tja, Jungs. Das ist ein Kollege von euch. Das war noch kein so großer gewesen. Aber gut, das haben wir sowieso. So viel von dem Fleisch können wir eh nicht essen. So. Ja, hier muss noch mehr rauf. Jetzt muss man eine bessere Fackel ziehen. Juhu. Komm, hause wieder rein. Das ist ja furchtbar. 5 Wölfe da vorne, Leute. 5. Und die eine einzige Hütte. Also dieses Spiel, das ist entbehrt je... Ach Gott, das ist ja echt so ein großes Stück. Das ist natürlich schon viel. Tja, jede Sekunde zählt. Was, schon wieder Hunger? Was ist denn mit dir los? 33 Minuten. Ach du Schande. Ja, okay, dann halt nochmal ran. Okay. Gut, das können wir jetzt mit der Hand... Naja, wir nehmen das Messer. Wobei, wir können das eh noch nicht drauf, weil das braucht ja 29 Minuten. Also von daher... Okay. 8 Minuten. Okay, wie schnell kriegst du einen Damen schnellsten raus? 10. Okay. Wolf, Wolf, Drop, Drop. Achso, wir haben auch einen Darm dabei. Das sollte man vielleicht... Oh, guten Appetit. Oh, geil. Ja, Wasser koche ich jetzt nicht, weil wir haben 4,45 Liter. 34 Minuten. Oh, das reicht aber hinten und vorne nicht. So, jetzt reicht's. Oh, schön, wir kriegen grüne Wölfe. No risk, no fun. Okay. Sollen wir es mitnehmen? Ja, dann nimm's schon mal mit. Komm, renn schon mal, Junge. Ja, so kannst du auch gut schlafen. Das ist ja gar nicht so unpraktisch. Ja, der leuchtet leider nicht mehr grün. Sehr schön. 6 Därme haben wir da schon. Dann kann man ja das Angeln mal so langsam angehen, sag ich mal. Es muss halt erstmal trocknen. Das heißt, wir werden dann erstmal noch nicht angeln gehen, sondern erstmal absuchen. Weil, soweit ich weiß, brauchen die Därme ja eh 5 Tage oder sowas. Halt. Wo ist eigentlich das Wolfsfell? Achso, das habe ich abgebrochen. Ja, dann müssen wir das noch machen. Das da hinten kann ja einfach vor sich hin, das ist ja okay. Nee, komm, nimm. Ach so. Echt. Echt, ich weiß es auch nicht. Oh, geil. Ich fände es ja cool, wenn hier alles noch ein bisschen grünlich wäre. Nicht so bläulich nur. Wenn du ein bisschen vom Schnee siehst. Das Feuer ist inzwischen aus. Das liegt aber nicht am Wind, das lag einfach an der Dauer. Das war aber getimed. Das heißt, das Stück Fleisch müsste fertig sein. Ich bin mir nicht so sicher, das sieht eigentlich schon sehr hell aus, Junge. Ja, da vorne auf dem Eis funkelt es ein wenig. Ja, der Hirsch ist schon weg. Ich dachte, jetzt reicht's. Ah, das war doch lecker, Junge. Ja, guck mal, da funkelt's allen. Die kommen übrigens auch her. Ja, wir hauen uns jetzt sofort hier in das Haus rein und schlafen, weil ganz ehrlich, kommt eh nichts anderes in Frage gerade. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die Munition hier in Wölfe zu stecken. Mehr als notwendig. Ja, wir haben nämlich auch keinen Köder, aber die sind einfach schon in unsere Richtung gekommen. Tja, die wollen sich wahrscheinlich ihren Kumpan rächen. Na, das hatten wir schon mal, das Thema. Das hat dann unsere erste Staffel beendet. So ungefähr. Uff, Junge. So, finden wir den Weg auch so oder wie ist das hier? War hier nicht auch mal ein Radio oder sowas? Oder war das ein anderes Haus? Ja, wahrscheinlich. Nee, komm. Wir müssen da hoch. Wir müssen auch für die beiden Gebäude noch einen... Nee, ist kein Radio, okay.
Einen Stock setzen. Okay, gegessen haben wir ja, getrunken noch haben wir ja, fast. So, dann pennen wir jetzt mal 12 Stunden. Komplett erholt, aufgewacht. So, wie viele Stöcke haben wir denn überhaupt noch? 4. Ja, naja. So, jetzt liegen hier 6 Därme und ein Reh und ein Wolf. Leg ich jetzt auch noch dazu. Lassen wir jetzt einfach hier, das ist auch okay. Den kann man irgendwann mal holen, wenn alles trocken ist. Wir müssen es nur eintragen. 6 Darm, 1... Echt, du hast schon wieder Hunger. Ach du Schande. Plus Wolf. Naja, 1 muss man jetzt nicht dazu schreiben. Das reicht dann auch so. Weil ja klar ist, dass es dann 1 ist. Echt, du hast schon wieder Hunger. Das Problem ist, wir haben halt das hier, 1%. Naja. Aber schon wieder so ein schöner Tag. Das ist ja der Hammer. Temperatur, wieder sehr warm. Irgendwie ist das ist wohl die Schonzeit länger, habe ich den Eindruck. So, leg das mal. Halt! Da haben wir das. Okay, dann sind die 2 Hirsche hier schon mal erledigt. Und das. Ja, ich lege die übrigens, die Stöcke deswegen gezielt, also mit einer gezielten Richtung hin. Okay, da drüben ist ein Wolf, das sind 2 Wölfe, okay. Dann gehen wir vielleicht woanders hin. Damit das klar ist, dass die bewusst hier liegen, dass die nicht von irgendwo runtergefallen sind oder so. Weil selten sind sie ja so exakt ausgerichtet. Na gut, ich sag mal so, die Därme, vielleicht sollte man es wie am Tag 11. Tag 11, ja, wir schreiben 11 rein, das ist ja auch egal, 11, 10, was auch immer. Beziehungsweise, nee, eigentlich zählt ja das Ding ins Kirchen hier, dann war es 8. Halt, wobei, nee, wir nehmen die Zahl. Nein, wir nehmen nicht, weil es hat nämlich einen einzigen Grund, wenn wir dann mal ganz viele haben, dann ist es einfacher hier reinzuschauen, als dann runter zu scrollen. Huch. Da ist es auf einmal neblig. 10 Minuten später, ernsthaft. Du brauchst nur 10 Minuten für... Ja, okay. Haben wir eigentlich irgendwas zu essen? Ja, haben wir. Wie ist denn das, wenn man da hoch geht? Ja, vielleicht machen wir das mal. Gehen wir hier hoch. Also jetzt nicht zum Bergwerk rauf, sondern links lang. Den normalen Weg. Können wir noch ein paar Stöcke auflesen. Ja, wir werden irgendwann auch noch Nebel bekommen. Vor allem, es war gar kein Wind da. Sehr schräg. Naja. Kann man sich nicht so wirklich hundertprozentig auf die Systematik verlassen. Sehr schade. Aber gut. Ja, es ist nicht so, dass, wenn du Sonnenschein hast und du hast Wind, dass das Nebel gibt. Und du hast nicht immer, wenn du halt Sonnenschein hast und es gibt kein Wind, dass dann kein Nebel kommt. Erstmal wieder was trinken. Ja, ich habe die Interlauber-Folge schon hinter mir. Und da ist mein Rachen etwas trocken. Weil ich halt auch... Achso, ich wollte eine Rundholzsortierung übrigens kartieren. Ja. Ich habe hier schon hinter mir die 4 Folgen. Oh, ich bin froh, wenn ich wieder normal aufnehmen kann. Das ist jetzt die letzte Vorproduktion. Die letzte Folge der Vorproduktion. Die letzte Session der Vorproduktion. Dann nach Ostern ist er wieder normal. Weil ja momentan auch so die Birke aktiv ist und wir hier 3 oder 4 Birken vor dem Haus auch haben. Ja. Bin ich dementsprechend nasal belegt. Mhm. Was im Umkehrschluss leider bedeutet, dass ich halt nachts gewöhnlich dann auch mal schnarche. Ja, naja. Deswegen schlafe ich auch auf der Couch. Nicht nur, weil die Couch auch bequemer ist, ja. Für mich schon. Ich mag mein Bett gern hart. Ja, es wird übrigens neblig. Das ging jetzt richtig schnell. Ich meine, wir haben 10 Minuten an dem Ast entgeknöppelt, an dem Zweig.
Und, wir sind jetzt hier hochmarschiert. Das hat, wenn das eine halbe Stunde dauert, ist das richtig viel. Und in der Zeit ist jetzt komplett von sonnig zu komplett neblig geworden. Na gut, ist an der Küste. Wahrscheinlich gibt es da andere Zeiten oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt lauf. Heb deine scheiß Füße, Junge. Ich liege da wieder so rumschleichen sehe, da kriege ich echt die Krise. Da vorne müsste doch ein Haus sein. Unhirsch. Und Schösslinge. Oh, schade. Also wir haben ja nichts weiteres dabei. Wir können übrigens nicht kartieren gerade, weil das funktioniert nicht. Voller Treffer, aber naja. Ach ja. Achso. Ja, der Hirsch rennt jetzt halt irgendwo rum. Naja. Ja, okay. Ja, zu der Hütte wollte ich jetzt. Schösslinge, ja gut. Wurde der immer noch oder ist das ein anderer? Ja. Werden wir gleich mal sehen. Zwischenzeitlich war er auch mal ganz nah. Ja, ich hätte so langsam gern was zu essen. Naja. Hallo? Keine Krähen zu hören, leider. Hier sind noch Blutspuren. Hört nur die Hasen. Da oben irgendwo Krähen, aber das sind die, wo wir hergekommen sind. Ja, dann gucken wir erstmal hier durch, was hier so Spezielles gibt. Better take this food. Oh, 88%, das kann man ja noch gar nicht essen jetzt. Das ist ja viel zu gut. Okay. Da kommt ja was zusammen. Ja, die nehmen wir mal auseinander. Aber draußen. Ich weiß nicht, wann das Lagerkollerrisiko hier kommt. Und ich will es eigentlich auch nicht unbedingt triggern. Wir haben es ja in der ersten Schleicherstaffel gemacht mit dem Triggern. Ja, in der Tat. Einfach mal zu gucken, wie das dann ist, wie es anfühlt, wie schnell das runtergeht und so weiter. Das war alles natürlich... In dem Modus gar kein Problem. Ist im Interlover ein bisschen kniffliger. Tja. Okay, komm. Ein Stöckchen raus. Wir bleiben jetzt auch hier, damit wir das einzeichnen können. So, wir haben ja ein bisschen Kleidung, die wir leider nicht verwenden können, weil wir die ja schon anhaben. Welche Jacke haben wir eigentlich drunter? Ja, die Skijacke, genau. Ja, so funktioniert das nicht. Wobei, die könnte man eigentlich nochmal lassen. Die kann aber weg. Ja. Ja, der Junge hat schon wieder Hunger. Okay. Was sagt denn das Wetter? Es bleibt jetzt erstmal 2 Tage so. Toll. Ist echt gut. Ja, reparieren müssen wir aktuell nichts. Ach, dann basteln wir halt Hagebutten. Warum auch nicht? Hallo. Dann würde ich sagen, dann warten wir mal, ob das in der nächsten Folge besser wird. Ach ja, den Hirsch hätte ich noch gern wegen dem Futter, ja. Es geht wieder ein bisschen aus und ich würde halt gern zusehen, dass wir so schnell wie möglich halt den Sattbonus bekommen. Aber das ist echt tricky hier. Tja. Aber den brauchen wir. Wegen dem ganzen Gewicht und der Tragerei. Vor allem dann speziell, wenn es dann Richtung idyllisches Tal und später noch in den Wolfsberg geht. Ja. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.